Wow, das Projekt ist wirklich super gelaufen. Der Kunde ist sehr zufrieden, aber die Dokumentation, mein Gott, die Dokumentation, wir haben die Dokumentation nicht geschafft. Das ist mir sehr oft in meinem professionellen Leben begegnet und heute möchte ich dir erzählen, wie du solche Situationen vermeiden kannst. Willkommen bei Agile Heroes Education. Hallo, ich bin Matthias Fiedel, Agile Coach und Scrum Master bei den Agile Heroes. Und teile hier mit dir meine Erfahrung aus dem Projektalltag. Okay, wie können wir es schaffen, dass wir eine Dokumentation gut und professionell abliefern am Ende des Projektes? Ich bin sehr, sehr lange auch an diesem Problem gescheitert. Und woran liegt es? Warum ist es so schwierig, eine gute Dokumentation oder einen Wissenstransfer zu organisieren? Und ich glaube, das hat mit der Priorisierung zu tun. Denn stell dir vor, jemand kommt auf dich zu und sagt dir, pass mal auf, du hast die Wahl, entweder wir lösen jetzt das Kundenproblem oder du schreibst auf, was zur Lösung beiträgt. Und natürlich entscheidet sich jeder, erstmal das Problem zu lösen. Und was bleibt dann hinten übrig? Die Dokumentation. So ging es mir sehr lange in meiner professionellen Laufbahn. Und dann kam mir der Zufall zur Hilfe. Ich hatte eine junge, frische Mitarbeiterin im Team, die schon früh Verantwortung übernehmen wollte. Aber natürlich fehlte ihr die Erfahrung. Und da haben wir uns Mut genommen und haben gesagt, pass mal auf, du bist dafür verantwortlich, die Kundenlösung eigenständig zu entwickeln. Und schau mal, hier haben wir erfahrene Mitarbeiter, die, wann immer du Hilfe brauchst, unterstützen werden. Und auf dem Weg, dieses Wissen anzuzapfen, schreibst du auch die Dokumentation. Und auf einmal sind viele magische Dinge passiert. Erstens, der Mitarbeiter, den ich vorher immer aufgefordert habe, jetzt schreib mal, dokumentier mal dein Wissen und dann immer mürrisch reagiert hat, blühte auf. Da war vor allem jemand Junges, der wirklich Interesse hatte, der wirklich wissen wollte, wie es geht. Und der musste sich dann auch nicht damit beschäftigen, wie schreibe ich das jetzt auf. Das war der erste magische Schritt. Der zweite magische Schritt, die Dokumentation, die dann entstanden ist, war auch lesbar. Das heißt, jemand, der sich noch nie mit dem Thema wirklich beschäftigt hatte, konnte verstehen, was da geschrieben war. Hätte ich den älteren, erfahrenen Mitarbeiter die Dokumentation aufbereiten lassen, wäre da was entstanden mit vielen Fachwörtern, mit vielen Voraussetzungen, die ein junger Mitarbeiter überhaupt nicht hätte verwenden können. Und so konnte ich am Schluss des Projektes eine Top-Dokumentation abliefern. Also ich abonniere nur YouTube-Kanäle, wo wirklich was rüberkommt. Ich glaube, bei dem hier kommt das rüber. Probier es aus. Okay, was steckt in dieser Geschichte für dich drin? Was ich für mich mitgenommen habe, ist, es ist keine gute Idee, deine Wissensträger mit der Aufgabe der Dokumentation zu betrauen. Aus zwei Gründen. Erstens, sie werden für wichtigere Aufgaben gebraucht. Und zweitens, die Dokumentation, die dann entsteht, ist meistens für Laien kaum lesbar. Also empfehle ich dir, wenn du die Aufgabe gestellt bekommst, gute Dokumentationen oder den Wissenstransfer zu organisieren, such dir junge, unerfahrene Mitarbeiter raus. Die sollen die Aufgabe der Dokumentation übernehmen. Und vergiss nicht, ein letztes Stückchen Magie, was hier noch drin steckt, ist, die Leute lieben es, gefragt zu werden. Wenn du vorher Sorge hattest, wo nehmen sich die erfahrenen Mitarbeiter die Zeit, die Dokumentation aufzuschreiben? Sie werden sich die Zeit nehmen, weil sie wissen, ihr Wissen trägt dazu bei, dass es eine gute Kundenlösung gibt. Übrigens, ein gutes Tool zu dokumentieren ist Confluence. Und wenn du mehr darüber wissen willst, klick das Video in der Beschreibung. Und nicht vergessen, wenn du noch mehr Tipps und Tricks aus der Praxis haben möchtest, vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.